Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac. Wir sind vorhin mit Judas in die Kathedrale. Das könnte auch super klappen. Aber jetzt gehen wir erstmal zu Lives. Wir müssen ihm auf die Mütze geben. Hoffen wir, dass wir das ohne größeren Schaden schaffen. Da wir mit Judas nicht so viel Energie sammeln konnten wie die anderen. Wir haben eigentlich jede Menge Bomben, die sollten wir ausnutzen, aber erst, wenn wieder alle erledigt sind. So, jetzt ist meine Kopfhörer auch wieder richtig. Bombe. So, wurde getroffen. Monstro wird auch getroffen. Aber kein Problem. Den machen wir jetzt platt. Wir haben ja so viel Stärke jetzt durch das Pentagramm, das wir bekommen haben. Sehr schön, das kriegt man ja selten. Es hat sich echt gelohnt, diesen Boss für den Schub zu gehen. Und, oh nein, wurden getroffen. Aber die nervig Sau. Oh nein, Augen. Nein, wir müssen hier weg. Das war dämlich. Und zack, somit liegt hier noch ein halbes Herz herum zumindest. Was zum... Hey, nehmen wir einfach mal mit. Achso, da war bestimmt ein Selfie-Snipe dabei. Mist, daneben, daneben. Geblieben. Meine Güte, irgendwie nimmt der heute kaum Schaden. Habe ich das Gefühl. Ich sollte doch lieber die ganze Zeit mit meinen Tränen und nicht mit Bomben. Wo Bomben eigentlich ziemlich viel Schaden machen. Aber ich habe das Gefühl, diesmal machen die Bomben nicht wirklich viel Schaden. Hallo, Chap. Aber Chap könnte die Bomben fressen. Chap. Bingo. Das passiert aber selten, dass die kurz nach dem Bombenfressen nochmal loslegt. Wow, das war eben mehr als knapp. So, wir wollen wieder Glyphs haben. Nee, nee. Toll. Seelenherz, das wir bekommen haben, weg. Oh Gott, ich wollte doch nicht so viel Schaden nehmen. Ach, das hat sich jetzt gelohnt. Okay, jetzt müssen wir es ja hauptsächlich um ihn kümmern. Ich glaube, bevor wir in die Kathedrale gehen, gehen wir hier lieber nochmal Herzen sammeln. Es ist doch ein bisschen besser, anstatt in der Kathedrale Herzen zu sammeln. Na nun, das ist aber selten, dass er solche Fliegen beschwört. Ein paar Charger, die sehen wir auch nicht so häufig. Ja, aber wir haben ihn ja gleich. Komm schon, komm schon, komm schon. So. Und jetzt gehen wir nochmal Herzen sammeln. Hoffen wir, dass wir keinen besonders fiesen Raum bekommen, wie diesen hier zum Beispiel. So. Und der untere Raum? Oh nein, das ist ja ein fieser Raum. Also... nutzen wir unseren Teleporter. Und gucken uns diesen an. Oh Gott, nein, Goldie Junior. Vielleicht war es doch keine so gute Idee. Allerdings soll ich einfach hier bleiben. Weil, wenn Goldie Junior nicht in so einem freien Raum ist, finde ich es hier nicht so schlimm. Schade, ist kein Champion ist. Im Champion droppt man auf jeden Fall immer etwas. Champion-Rosse. Die war fest. Ha. Wie so eine Flipperkugel des Goldie Junior. Sehr schön, hier gibt es noch ein halbes Herz. Und hier ein ganzes. Ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal. Den Rest versuchen wir in der Kathedrale zusammenzubekommen. So. Da sollten wir eigentlich unseren Teleporter nicht mehr einsetzen. Weil der könnte uns in den Everwomb bringen. Und dann haben wir ein Problem. Oh, das ist ja eigentlich... Hoppla, da war ein Engel. Ja, beinahe ein gnädiger Raum für die Kathedrale, würde ich sagen. So. Was ist um Sieg mit Ruhm? Bob's Rotten Head. Den nehmen wir doch gern mit. Der kann uns jetzt ein paar gute Dienste leisten. Als Bombenersatz, vor allem im Kampf gegen Isaac, sollten wir da versuchen, möglichst schnell zu ihm zu gelangen. Kein großes Problem. Ihr beiden auch noch. Bist du jetzt eine Sucker oder ein... Wie heißen die anderen? Keine Ahnung. Da oben kann auf keinen Fall sein. Oh Gott. Bina. Hier bin ich gerade relativ sicher. Aber die Engel können ja auch schweben. Mist. Ich möchte den One-Up-Pilz eigentlich gern für Isaac aufheben. Und nicht bereits hier verbrauchen. Auch schnell hier hin. Okay, hier ist nicht der Boss. Und hier fliegen überall. Oh Gott, Mann. Ich brauche Herzen. Aber ich bekomme immer mehr weggenommen. Nicht gut hier.
Hier ist es jedenfalls nicht. Dann werden wir jetzt mal die drei Räume da oben uns vornehmen. Zwei Köpfe kopflos, aber inzwischen kann ich ganz gut mit ihnen umgehen. Sie dürfen nur nicht in verschiedenen Richtungen losstürmen. Das ist übel, wenn sie das tun. So, mal sehen, ob der erste gleich erledigt ist. Jawohl. Zweiter auch und wir bekommen sogar ein Herz. Nein, hier oben ist auch nicht Isaac. Schade. Aber haben wir noch ein bisschen Chance, hier Herzen zu bekommen. Denn ich glaube, jetzt habe ich mich gefangen. Und wir kriegen das hin. Und hier sind überall diese Engelchen, als ob wir nicht bei Isaac genug von denen hätten. So. Und zack, wir haben wieder ein Herzchen bekommen von Little Chat. Dann gehen wir jetzt hier unten hin und gucken, ob da der Bossraum ist. Was ich aber irgendwie nicht glaube. Hier sind noch mehr Engel. Aber jetzt sind wir wieder schön frei diesmal. Nicht so. Tut mir nicht so kommen. Bleibt bitte alle auf einen Fleck. Das wäre am schönsten. Ja, dass man nicht schräg schießen kann. Ob wir sowas noch bräuchten. Gott, hier haben wir auch noch einen Champion hier. Na, vielleicht braucht er uns ein Herz. Falls wir nicht eins abgenommen bekommen. Jetzt nach oben. Einer ist weg. Jetzt die beiden hier. Wieso bist du hinter mir erschienen? Zwei sind weg. Oh, jetzt haben sie getroffen. Dann bekommen wir noch den One-Up-Pilz. Wir sind jetzt schon ganz schön weit hier durch. Du kommst mir gerade recht. Wir spielen jetzt mit dir, bis wir keine Münzen mehr haben. Ja, ist mir egal, wie lange es dauert. Wir brauchen unbedingt, unbedingt Herzen und ein Fliegenschild. Und wenn du uns viele Münzen gibst, ist mir das auch recht. Geh bloß nicht vorzeitig kaputt. Du weißt, was ich möchte. Du gibst uns genau das, was wir brauchen. Fantastisch. Also dieser Spielautomat gefällt mir. Ja, jetzt gibst du uns nicht mehr, was wir brauchen. Gerade als ich dich gelobt habe. Nimm hin, gib dir uns eine zweite Chance. Zweite Chancen sind auch was ganz Nettes. Und? Nein, noch nicht. Immer noch nicht. Ein Fliegenschild hätte ich gerne. Mach doch mal fliegen. Ah, oh, er will nicht. Das ist die falsche Fliege. Na toll. Nehmen wir wenigstens einen Dollar mit. Oh, du bist auch ganz nett. Mal gucken, was du uns ausspuckst. Nichts. Kannst du nur. Denn wir sind kurz vorm Ende. Wir geben bestimmt nicht auf. Oh, Unverwundbarkeit. Die werden wir ebenfalls benutzen. Und zwar für Isaac ganz am Ende. Die ganzen Tod. Könnte ich eigentlich für den nächsten Raum nutzen. Judgment, ein Bettler. So, die möchte ich gerade mal haben. Two of Spades wird benutzt. So, ich würde jetzt erstmal die Tod-Tarot-Karte mitnehmen. Und jetzt mal die Münzen, die ich habe, dem Bettler geben. Komm schon. Sehr schön, wir haben nochmal HP abbekommen. Und das ist jetzt zwar gerade nichts, da haben wir noch einen One-Up-Pilz. Und wieder eine Tarotkarte. Brauchen wir nicht. Benutzen wir gleich mal. Ich meine, wir sind sowieso schon der Hanged Man und Spirit of the Night. Wir fliegen schon doppelt. Also gerade tut er uns wirklich viele Tarotkarten geben. Tod. Nochmal tot. Okay, zweimal tot. Wenn wir dann einfach für die sämtliche Räume benutzen. Okay, dann machen wir mal. Hätte ich vielleicht tun sollen, nachdem Fistula klein war. So, die Boomflies würde ich schon gern treffen, weil die machen Fistula immer so schön klein. Oh, ich mag Fistula, weil er so lahm ist. Ui, noch ein Eternal Heart. Naja, besser als gar nichts. Nehmen wir auf jeden Fall mit. So, wir wollen hier noch die zweite Tod-Tarot-Karte nehmen und in diesen Raum benutzen. Monster 2. Ja, der Tüffelmonster 2 war schon mal kurz gewesen. Vor Isaac. Zack. Mal sehen, wie gut das dann klappt. Mist. Jetzt macht er leider seine Ads. Na toll, wir haben uns einmal treffen lassen. So, genau das wollen wir. Was nochmal?
Was hat denn jetzt getroffen? Toll. Hoffentlich droppt hier noch ein Herz in dem Raum. Jedenfalls wäre es ganz gut. Weil ich gerade wirklich nicht weiß, was getroffen hat. Jetzt wissen, haben wir ihn in die Ecke. Hey! Was sollte das? Soll's nicht nochmal? Wirklich nicht. Toll, nochmal treffen lassen. Schön. Und ein Master Key, den wir nicht brauchen. Egal, wir nehmen jetzt das Chariot mit und tun unser Bestes bei Isaac. Wir haben ja auch noch den One-Up-Pilz, können dann also nochmal mit 8 Herzen hinein. So, erster. Und schön schießen einfach immer um ihn herum. Wir haben ja die Homing Tears, das heißt, wir treffen große Teile selbst. Aber er wird uns leider auch recht häufig treffen, habe ich das Gefühl. Da wir nämlich kein Fliegenschild haben. Und viele Schüsse von ihm nicht abgeblockt werden können. Er muss mal wieder den Kreisschuss machen, ja. Der wird jetzt wahrscheinlich gleich wieder kommen. Hier lang. Bleibt der Kreisschuss. Da muss man nämlich immer kurz. Oh, jetzt haben wir aber Glück gehabt. Ich habe ihn gerade nicht erwartet. Puh. Vielen Dank auch. Abel hilft uns ja auch. So. Hoppla. Mal schießen, vergiften. Ist ja Bob's auf dem Head. Irgendwie heilen können wir ja jetzt leider nicht. Wäre jetzt schade, wenn das nicht mehr klappt und wir von vorne anfangen müssen. Hoppla. Wir sind zu War of Babylon geworden. Ich darf mich nicht mehr treffen. Shit. Vorne anfangen. Zweite Chance. Hoffentlich schaffen wir das jetzt. Sonst müssen wir Judas ja von vorne anfangen. So. Diesmal wäre es ganz gut, wenn wir nicht so oft getroffen werden. Toll. Schon zweimal getroffen. Einfach, weil sein Kreisschuss so unberechenbar kommt. Ich hasse diesen Kreisschuss vom Anfang. Kommt aber irgendwie immer im selben Intervall, oder? Wenn wir noch einen Griff bekommen, dürfen wir wieder Bob's Rotten Head benutzen. Hey, der ist ja eben auch als Homing Shot gekommen. Jetzt sollten wir uns doch noch ein bisschen schneller durch den Raum bewegen. Nicht so lange stationär bleiben. So. Ja, so klappt es am besten, habe ich das Gefühl. Allerdings treffe ich jetzt kaum noch. Shit. Ich darf mich kaum noch treffen lassen. Dank ohne Fliegenschiff ist das hier ganz schön schwer. Und jetzt ziehen wir wieder rüber. Jetzt macht er seine Tränen wieder zu uns. Eigentlich müsstest du gleich zu Angel Isaac werden. So. Mal gucken, schaffen wir es. So, jetzt müssen wir wieder weg. Das Problem ist, wir dürfen uns nur noch einmal treffen lassen, das war's schon. Ich glaube nicht, dass das noch was wird. Schade, eigentlich. Aber hier ich jetzt nicht doch treffen zu lassen, ist ein Ding der Unmöglichkeit, sage ich doch. Schade, wir hätten es fast geschafft mit Judas. Aber es war doch ein sehr guter Run mit Judas und der nächste Run wird hoffentlich genauso gut werden. Also dann schreibt mir die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und im nächsten Judo-Fun hoffen wir, dass wir Isaac besiegen können. Bis zum nächsten Mal.